Hier, Werder bis Dortmund, es steht 9:9. Oh, ein böse Foul für Gnabry. Oh, das sieht so wie ein Beinbruch. Und das gibt 11 Meter für Werder. Fritz ist um Tor. Es steht 10:9 für Werder. Hey Jungs, lasst uns Gnabry in Roten Kreuz Krankenhaus besuchen. Hey Gnabry, wie geht's dir? Hey, ihr habt mir Schokolade, Blumen und Eis mitgebracht. Leute, jetzt geht mich besser. Mit einem Hund und einem Rollstuhl verlässt Gnabry das Krankenhaus. 5 Tage später konnte Gnabry wieder laufen und er spielte glücklich und zufrieden. Die 4 Freunde sind im Kino und gucken den Film XXL. Ich bin total aufgeregt. Ich hab Hunger. Boah, mir ist schlecht. Danke, das war die einzige Möglichkeit, mich wieder lieb zu machen. Boah, das war total cool. Ja, danke, das war richtig Monster. Krass. Das muss ich zu Hause erzählen. An einem sonnigen Mittwoch gehen 3 Freunde, Detektiv Kahn, Detektiv Jesus und Detektiv Quentin spazieren. Danach ruft Franz und Fritz, dass die Laufbänder kaputt sind. Drin Detektiv so schnell wie sie können. Nach einer Stunde sehen sie den Liebtag, wie er von der Mercedes-Benz wegrennt. Da rennt Detektiv hinterher. Da ruft Franz, kommt schnell die Feuerwehrleute. Nach 5 Minuten kommt die Feuerwehr und löscht das Feuer. Da kamen die 3 Detektive, sie sahen, dass die Kabel von den Laufbändern zerschnitten sind. Nach 2 Stunden entdecken sie Fingerabdrücke und diese Fingerabdrücke waren von dem Dieb Tarek. Da ruft Detektiv Kaha. Da, der Dieb Tarek. Da rennen die Detektive so schnell wie sie können hinterher. Nach 5 Minuten verschwindet der Dieb Tarek. Da heult Detektiv Quentin. In dieser Zeit sucht Detektiv Kaha Fingerabdrücke. Er findete in einem Tunnel. In diesem Tunnel fand er Fingerabdrücke. Von dem Dieb Tarek. Er ruft, kommt schnell, ihr beiden Detektive. Davon Detektiv Yusuf Dieb Tarek. Da sagt Detektiv Quentin. Da eine Falle. Dann stoppen alle. Und sagten, da oben ein Tunnel. Als sie nach oben kletterten, sahen sie den Dieb Tarek. Danach fängt Detektiv Quentin den Dieb Tarek und Detektiv Yusuf auch. Und als letztes fängt Detektiv Karan den Dieb Tarek und bracht ihn ins Gefängnis. Felix und Onkel Hans gehen auf die Teerhofbrücke. Onkel Hans schubst Felix ins Wasser. Am nächsten Tag steht in der Zeitung, dass ein Junge ertrunken ist. Das war natürlich wieder ein Fall für die 4 wilden Hühner. Sie tauchen mit ihren Tauchausrüstungen ins Wasser. Auf der Jacke steht Felix. Sie wissen sofort, dass es nur einen Felix in der Stadt gibt. Sie suchen die Häuser. Auf dem letzten Haus steht tatsächlich Müller. Als sie klingeln wollten, kam ein alter, stämmiger Mann heraus. Er knallte sofort die Tür zu, als er die Kinder sah. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Da ist Tom. Hallo, Tom. Ich hab keinen Bock mehr, Muslim zu sein. Der Koran! Das ist gefährlich! Ein Jahr später. Wir haben das Gegenmittel für Tom.
Ibrakadibra. Am 15.01. war das Fußballspiel Werder gegen Bayern. Der Anschluss, Nabil passt zu Pizarro. Ein super Zuspiel von Nabil auf Max Kruse. Man das mit der Blutschuld, er sieht die rote Karte. Steht 0-0. 10 Minuten zu spielen. Alla mit dem Freistoß, er trifft. Und er trifft. Tor. Tor. Es steht 1-0 für Bayern. Werder mit dem Konter. Werder mit dem Tor. Von Nabil. Die letzten 5 Minuten im Widerstand. Alla mit der Flanke. Ich meine, der Ecke von Alaba, Ribéry mit dem Tor, aber es war Abseits. Schade für die Bayern-Fans. Noch eine Ecke für Werder. Das ist die letzte Chance für das Tor. Und Werder, Pizarro mit dem Kopfball und Tor! Und damit gewinnt Werder das Match.